Ich begrüße euch auf einer Demo, die zwar hier vom Getschikondo ausgeht, aber keine Kotti, sondern eher eine Co-Demo ist. Wir freuen uns natürlich über jeden, der hier losgeht, denn wir demonstrieren hier jeden Tag unseren Ulmen auf der Straße, indem wir dieses Getschikondo-Gesetz halten. Mit der heutigen Demo unterstützen wir den Widerstand gegen die Zwangsräumung der Familie Gülboll aus der Lausitzer Straße. Der Hausbesitzer, der in der Zwischenzeit als bösartige Peinlichkeit bekannte Herr André Flanell, möchte bestimmen, wer das Recht hat, in Kreuzberg zu wohnen und wer nicht, der meint euch alle. Jedenfalls, wenn ihr das nicht wollt oder was noch schlimmer ist, nicht genug Geld habt. Die Flanells sind nicht alleine. Es sind eigentlich fast alle Hausbesitzer, die uns raushaben wollen, stattdessen reiche und dementsprechend feige Mieter haben wollen. Der Skandal beginnt ja nicht mit der Zwangsräumung. Er beginnt damit, dass mit Wohnung Profit gemacht werden kann, dass Mieterhöhungen ohne Gegenleistung verlangt werden können, dass zum Zwecke der Spekulation eure Mietwohnungen in Eigentum umgewandelt werden können. Wir Mieter, schon gar nicht wir im sozialen Wohnungsbau, haben doch nicht die Krise auf dem Wohnungsmarkt verursacht. Sie ist unter anderem entstanden, weil niemand bauen wollte. Warum wollte das keiner? Na, weil ein altes Haus zu kaufen und einfach die Mieten zu erhöhen oder die Mieter rauszuschmeißen sehr viel mehr Profit bringt, als ein leeres Grundstück zu kaufen und darauf ein Haus setzen zu lassen. Wir sollten das schon wissen, aber es sind die Sorgen des Kapitals. Unsere Sorgen sehen anders aus. Bis zu 80% des Haushaltseinkommens geht für Miete drauf. Zum Leben bleibt fast nichts. Und das in einem Land, das im Namen der Menschenrechte und Menschenwürde immer mal wieder fremde Länder überfällt oder Überfälle gutheißt. Die Familie Gülboll gehört ja zu den Menschen, die unseren Bezirk Kreuzberg zu dem gemacht haben, was er ist. Ein Ort, an dem solidarisches Handeln teilweise möglich ist. Das ist die ganz große Ausnahme in der BRD, die Ausnahme auch in Berlin. Mit dem Getschikondo, unserer Protesthütte, und der Veränderung von bisher 3 Zwangsräumungen haben wir erfahren, dass es nicht nur Ohnmacht geben muss, sondern dass auch etwas bewegt werden kann. Und vor allem, dass hartnäckige Verhandlungen mit den Gegnern mindestens so wichtig sind wie ziviler Ungehorsam. Zeigen wir heute und am Donnerstag, dass wir das immer noch können, solidarisch die Zwangsräumung der Familie Gülboll verhindern. Wir sind hier, um einmal mehr unsere Forderungen zu unterstreichen, die wir immer noch haben. Und zwar schon seit dem 26. Mai. Durch unsere Besetzung haben wir das öffentlich gemacht. 4 Euro kalt jetzt und nicht nur im sozialen Wohnungsbau. Keine Rendite mit der Miete. Löhne rauf, Mieten runter. Anerkennung der tatsächlichen Kosten der Unterkunft durch die Jobcenter. Wir sind Kreuzberg, wir bleiben alle. Keine Zwangsräumung in Kreuzberg und anderswo. Danke.